Heike Töpfer ist wegen Totschlags angeklagt. Die alleinerziehende Mutter hatte es in den letzten Jahren nicht leicht. Weil ihre Tochter an der schweren Bindegewebserkrankung Sarkoidose erkrankt war, waren Arztbesuche und Krankenhausaufenthalte die Regel. Ihre Arbeit und ihr eigenes Leben musste die junge Frau hinten anstellen. Die ständige Sorge um ihre Tochter zehrte an ihren Nerven. Dann ging auch noch der Hausarzt in Pension. Es kam ein neuer, doch der kümmerte sich in den Augen der Angeklagten nicht genug um die Therapie ihrer Tochter, sondern mehr um die wohlhabenden Patienten. Ich kann sie hier nicht behandeln. Nicht für dieses Geld, nicht für diesen Preis. Hat Heike Töpfer den Arzt deshalb erschossen? Sie heißen Heike Töpfer, geboren 3. Mai 1976 in Berlin. Sie wohnen in Mührendorf, sind ledig. Was machen Sie beruflich? Ich musste mein Studium abbrechen, weil ich mit meiner Tochter schwanger war. Ja, und wovon leben Sie? Ich habe keinen richtigen Job. Aber Gertrud Schmidt hat uns auf ihrem Bauernhof aufgenommen und da helfe ich dann überall, wo ich kann, komme einigermaßen über die Runden. Sie sind jetzt seit dem 9. Juli 2011 in Untersuchungshaft in der JVA Lübeck. Am Abend des 8.7.2011 gegen 20.20 Uhr betrat die Angeklagte das Grundstück von Dr. Anthony Meyers in Mührendorf, um diesen zur Rede zu stellen. Als dieser zu erkennen gab, dass er auch künftig keine freiwilligen Behandlungen der chronisch kranken Tochter der Angeklagten durchführen würde, zog die Angeklagte eine Pistole des Typs Luger Ari 08, für die sie keine waffenrechtliche Erlaubnis besaß, und schoss Dr. Meyers zweimal in die Brust. Dieser litt einen Durchschuss der linken Herzkammer und des linken Lungenflügels und verstarb innerhalb kürzester Zeit infolge eines hämorrhagischen Schocks. Die Angeklagte wird somit des Totschlags in Tateinheit mit unerlaubtem Führen einer halbautomatischen Kurzwaffe beschuldigt, strafbar gemäß § 212.1 StGB. Frau Töpfer, Sie haben ja bisher weder bei der Polizei noch beim Ermittlungsrichter sich zur Sache geäußert. Wie wollen Sie es heute halten? Wollen Sie sich dazu äußern? Ja, ich möchte einfach nur sagen, dass ich unschuldig bin und dass ich endlich zu meiner Tochter möchte. Also ich kann mir vorstellen, dass die Zeit in der Untersuchungshaft weder für Sie noch für Ihre Tochter wirklich einfach war. Aber ich kann Ihnen versichern, dass es Ihrer Tochter gut geht. Ich habe sie ja im Krankenhaus besucht, als ich sie vernommen habe. Ja, das weiß ich, aber ich bin nur Ihre Mutter. Die braucht mich doch trotzdem. Schauen Sie mal, sie hat mir auch was mitgegeben für Sie. Schauen Sie mal, das hat sie gemalt. Das soll ich Ihnen geben. Hat sie mir extra aufgetragen, Ihnen das zu geben. Sie hat es für Sie gemalt. Nehmen Sie wieder Platz, bitte. Das ist Lilly am Strand. Das wünschte sich schon lange, dass wir mal ans Meer fahren. Das glaube ich gerne. Aber erst mal sind wir jetzt hier, um diese Vorwürfe durchzugehen. Und da sprechen eben eine Reihe sehr ernstzunehmender Fakten gegen Sie. Das wissen Sie. Ja, das weiß ich. Aber ich habe Herrn Dr. Meyers nicht umgebracht. Ich war am 8. Juli mit Lilly zu Hause. Wir haben was zusammen gegessen, dann durfte sie sich noch eine DVD anschauen, das war's. Wann waren Sie genau zu Hause? Um 19 Uhr. Mhm. Um 20.30 Uhr habe ich Lilly ins Bett gebracht und dann habe ich mich noch ein bisschen auf die Couch gelegt. Um 22.30 Uhr bin ich dann eingeschlafen. Ich weiß nicht, was mit Dr. Meyers passiert ist. Aber vielleicht können Sie uns wenigstens an Ihrem Wissen darüber teilhaben lassen, wie das Verhältnis zu Dr. Meyers so war. Wie war Ihr Verhältnis? Es war kein Geheimnis, dass es ein katastrophales Verhältnis war. Meines Erachtens hat Dr. Meyers seinen Beruf verfehlt. Dem ging es nicht darum, Lilly zu helfen, sondern nur darum, ein super neues, schickes Auto vor seinem neuen Reitstall stehen zu haben. Gut, Sie haben von ihm nicht viel gehalten, ne? Weder als Arzt noch als Mensch. Trotzdem sind Sie mit Ihrer Tochter regelmäßig zu ihm gegangen. Warum eigentlich dann? Mir blieb nichts anderes übrig. Ich habe keinen Führerschein, ich habe kein Auto. Ich wohne mitten in der Pampa. Lilly muss einmal in der Woche mindestens zum Arzt. Das war einfach die Praxis von Dr. Meyers, ist einfach die ich am besten erreichen konnte. Deswegen bin ich da weiter hingegangen. Ihre Tochter leidet ja unter Sarkoidose. Das ist eine systemische Erkrankung des Bindegewebes. Habe ich das so richtig? Ja, und kein Mensch weiß bisher, was eigentlich die Ursachen sind. Das ist eine Krankheit, die kommt in Schüben. Und dafür, dass Lilly noch so jung ist, sie hat Stufe 3. Stufe 3 ist die höchste Stufe. Man bekommt Gelenkschmerzen, Atemprobleme, Lungennot. Bis zur Herzrhythmusstörung. Deswegen braucht Lilly ja auch eine vernünftige, regelmäßige medizinische Betreuung. Genau, die hatten Sie ja bekommen. Eine sehr gute Betreuung von dem Vorgänger von Herrn Dr. Meyers. Ne? Ich meine, der hat Sie öfter auch gratis behandelt. Der hat Akupunkturbehandlungen, die ja auch durchgeführt werden mussten, dann einfach nicht abgerechnet. Das war natürlich toll für Sie. Anders bei Herrn Dr. Meyers. Wie Herr Dr. Seifert das gemacht hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ihm es darum gegangen ist, Lilly zu helfen. Während Dr. Meyers immer nur gesagt hat, nee, das geht nicht, das ist zu teuer, das haben wir nicht im Budget.
Einmal hat er sogar gesagt, hat er mir vorgeworfen, dass ich ihm Termine blockiere, die er lieber mit seinen Privatpatienten geben will, um irgendwelche Botox-Spritzen zu verteilen. Was weiß ich. Und dass meine Mandantin dafür wohl wenig Verständnis hat, ist doch auch logisch. Ich sag ja auch gar nicht. Sie stellen nur fest, das Verhältnis zu Dr. Meyers war extrem angespannt. Die Krönung war ja wohl erreicht, einen Tag vor der Tat, als er dann eine Kur, die dringend notwendig gewesen wäre, für Lilly abgelehnt hat. Ne? Dann waren sie völlig mit den Nerven runter, die Nerven gingen durch mit ihnen, sie sind nochmal hin zu Dr. Meyers, wollten ihn überzeugen, dass er diese Kur doch bitte genehmigen möge, tat er nicht und da haben sie ihn erschossen. Ja, aber so hätte doch die Lilly ihre Kur auch nicht bekommen, Herr Staatsanwalt. Ja, ja, wenn man kurzfristig denkt, haben Sie recht. Aber die Hoffnung wird ja gewesen sein, dass ein neuer Arzt, ein neuer Dr. Seifert vielleicht kommen würde, ja, der wieder etwas wohlwollender mit Lilly umgehen würde. Denn letztlich sind diese ganzen Behandlungen, von denen wir hier sprechen, immer im ermessenen Spielraum des Arztes. Natürlich habe ich mir tagtäglich einen anderen Arzt für Lilly gewünscht. Aber deswegen habe ich den noch nicht erschossen. Beruhigen Sie sich, Frau Töpfer. Ich werde dafür sorgen, dass Sie heute diesen Sitzungssaal als freie Frau verlassen werden. Denn im Gegensatz zum Herrn Staatsanwalt weiß ich, wer die wahre Täterin ist. Nämlich keine geringere als die Mechthild Brunner. Das ist nämlich die Sprechstundenhilfe, oder soll ich besser sagen, die Ex-Sprechstundenhilfe des Landarztes Dr. Meyers. Und der hat er nämlich gekündigt. Und zwar nicht einfach so, sondern mit den Worten, und jetzt zitiere ich, er bräuchte was Junges, Knackiges. Und das nach 30 Jahren Praxiszugehörigkeit. Na, da können Sie sich doch vorstellen, dass die Demütigung perfekt war. Sie, diese Mechthild Brunner, zum Landarzt gefahren ist, zum Dr. Meyers, und hat ihn einfach erschossen. So war es nämlich. Nein, dieses Vorstellungsvermögen habe ich nicht. Das kann ich nicht mit Ihnen teilen. Sie haben keinen Indiz, Sie haben keine Spur. Das ist eine ganz putzige Theorie, aber mehr ist es auch nicht. Sie haben nichts, was Sie bieten können, jetzt Herr Stevens. Bleiben wir aber doch mal bei dem, was wir hier haben. Und das sind die Fragen an die Angeklagte oder sind die... Ich habe keine Fragen. Danke. Gut, dann dürfen Sie beim Herrn Verteidiger Platz nehmen. Dann hören wir mal Estefania Sperl bitte an. Das ist die Lebensgefährtin von Dr. Meyers. Wir treten in die Beweisaufnahme ein. Frau Sperl, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte vorne Platz. Zunächst muss ich Sie belehren, Sie müssen als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Sie heißen Estefania Spörl, 24 Jahre alt, Sie wohnen in Mühlendorf, Sie sind ledig. Leider, wenn Anthony heute noch leben würde, dann wären wir sicher schon verlobt. Gut, so sind Sie aber ledig, Sie sind Reiseverkehrskauffrau, verwandt, verschwägert mit der Angeklagten sind Sie nicht. Nein. Wann hatten Sie denn mit Ihrem Lebensgefährten Dr. Meyers zuletzt Kontakt? Zum letzten Mal gesehen habe ich Anthony an dem 8.7. am Vormittag. Da bin ich in die Praxis, habe ein paar Zeitschriften geholt und als ich mich zu Hause hingesetzt habe und die Horoskope gelesen habe, da war mir klar, dass ein schreckliches Unglück passieren wird. Ich habe das Horoskop natürlich anhand meiner Tarotkarten überprüft und meine Karten haben mir gesagt, dass eine Frau mit kurzen Haaren schuld an dem Unglück sein wird. Sie mögen vielleicht an Ihre bescheuerten Karten glauben, aber hier geht es um Fakten. Genau, und die würde ich ganz gern hören, die Fakten. Hatten Sie danach noch mal Kontakt mit Dr. Meyers? Am Abend. Anthony hat mich angerufen. Ich saß da schon beim Italiener und habe auf Anthony gewartet. Aber wie immer war er zu spät und er war noch zu Hause. Woher wissen Sie das? Erstens, weil er es mir gesagt hat und zweitens, weil ich im Hintergrund gehört habe, wie er die Haustür zugemacht hat und über den Kies zu seinem Sportwagen gelaufen ist. Und ich habe gehört, wie er mit seiner Fernbedienung seinen Sportwagen aufgeschlossen hat. Und dann ist er irgendwie plötzlich erschrocken und hat zu mir gesagt, dass ich mal kurz dranbleiben soll. Und dann hat er sich mit irgendjemand anderem unterhalten. Sie gehört, was er da gesprochen hat? Er hat gesagt, was wollen Sie denn schon wieder hier? Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich dazu zu sagen habe. Und ich werde mit Ihnen auch nicht mehr über dieses Thema sprechen. Bitte gehen Sie jetzt, hat er gesagt. Hat die Person mit Namen angesprochen? Nein, leider nicht. Ich habe auch keine Antwort mehr gehört. Weil Anthony dann zu mir gesagt hat, Schatz, ich muss jetzt Schluss machen. Ich bin in spätestens 15 Minuten bei dir. Und dann hat er aufgelegt und ich habe gewartet. Wie lange haben Sie gewartet? Bis um 21 Uhr. Und dann habe ich noch mal versucht, Anthony zu erreichen. Aber er ist nicht mehr rangegangen. Dann war mir klar, dass irgendwas nicht stimmt. Dass das Horoskop recht haben muss. Das ist doch der galoppierende Schwachsinn. Ich bin unschuldig. Sie sind sicher nicht unschuldig. Allein schon deshalb nicht, wie Sie Ihre Tochter benutzen, um sich selber Vorteile zu verschaffen. Wie bitte? Warum wohnen Sie denn umsonst auf dem Bauernhof? Und warum müssen Sie denn für nichts zahlen? Doch genau deswegen, weil Sie genau wissen, dass alle so ein Mitleid mit Ihrer Tochter haben. Das nutzen Sie eiskalt aus. Entschuldigen Sie, Herr Richter, aber das kann ich so nicht stehen lassen. Ich lasse mir hier nicht vorwerfen, dass ich meine Tochter hier für irgendwas benutze. Dass wir bei den Schmidts wohnen durften, das war ein reiner Glücksfall. Woher kennen Sie sich eigentlich? Ich habe Gertrude Schmidt in der Praxis von Dr. Meyers kennengelernt. Sie hat da mit Lilly gespielt. Wir haben auf Untersuchungsergebnisse gewartet und dann kam aber Frau Brunner, die Sprechstundenhilfe, und meinte, das würde noch ewig dauern, wir können erst mal wieder gehen. Draußen hat es in Strömen geregnet und dann hat Gertrud Schmidt uns angeboten, uns nach Hause zu fahren. Und als sie dann meine provisorische Bleibe gesehen hat und auch gesehen hat, wie schlecht es Lilly ging, hat sie uns vorgeschlagen, dass wir in ihrem Gästehaus wohnen können. Und da ist dann auch eine
schöne Freundschaft draus entstanden. Freundschaft? Sie nehmen die Schmidts aus, weil sie wissen, dass die ein weiches Herz haben. Sie wollten auch schon immer ein Kind und haben nie eins bekommen. Haben Sie denn was von den Auseinandersetzungen zwischen Herrn Dr. Meyers und der Angeklagten mitbekommen? Nicht viel. Aber ich weiß, dass Anthony sehr genervt war von ihr. Und dass er den Verdacht hatte, dass sie ihr Kind oftmals bloß vorgeschoben hat. Die kam zum Beispiel oft in die Praxis und wollte einen Termin. Sofort. Angeblich, weil ihre Tochter keine Luft mehr bekommen hat. Dabei war das gar kein Notfall, hat Anthony gesagt. So was niemals, niemals vorspielen, niemals. Ah, ja, ja. Genauso wenig, wie sie meinen Anthony umbringen würden. Wofür es ja dabei haben Spuren sie gibt. Das getan. Ja, ja. Es gibt ja eindeutige Spuren, wenn ich mal ganz kurz die Gummistiefel haben darf, Herr Vorsitzender. Schauen Sie mal. Die Stiefel hier. Schuhgröße 38. Ja. Da, 38. Ihre Schuhgröße? Ja. 38? Ja. Schauen Sie mal hier, was drin steht. Heike Töpfer, sind Sie das? Sehen das Ihre Stiefel auf gut Deutsch? Ich wohne auf einem Bauernhof. Ja. Ich habe ganz viele Paar Gummistiefel. Sie können so viele Gummistiefel haben, wie Sie möchten. Das interessiert mich überhaupt gar nicht. Diese Stiefel interessieren mich. Und wissen Sie warum? Schauen Sie mal. Hier sind so Rillen drunter. Ja? Sehen Sie das hier? Rillen unter den Gummistiefeln, wenn ich kurz mal den Kieselstein haben könnte, Herr Vorsitzender. Dieser Kieselstein war unter einem dieser beiden Schuhe in so einer Rille drin. Den Stein haben wir mal genauer analysiert. Blutspuren an diesem Stein, Blutspuren von Herrn Dr. Meyers, weil Sie, so meine Überzeugung, diese Stiefel getragen haben, als Sie Herrn Dr. Meyers erschossen haben. Meine Gummistiefel, die stehen alle aufgereiht vor dem Stall, die hätte sich jeder nehmen können. Ja, wer denn jeder? Ihre Mitbewohner vielleicht? Ha? Der Schmidt, Josef Schmidt mit Schuhgröße 45 oder Gertrud Schmidt mit Schuhgröße 41, die will ich mal sehen, wie sie hier in diese Stiefel reinquetschen. So dehnbar sind Gummistiefel nicht. Also erzählen Sie mir nicht solche Geschichten. Die meine ich doch gar nicht. Wie meinen Sie? Ich meine doch nur, dass diese vielen Gummipaar-Stiefelpaare, die da stehen, wenn ja, da einer weggekommen ja, ja. wäre, das hätte ich überhaupt nicht gemerkt. Und dieses eine Paar wurde von der Sprechstundenhilfe Mechthild Brunner gestohlen. Frau Mechthild Brunner, habe ich recherchiert, hat Schuhgröße 37. Also passt sie locker in einen Gummistiefel der Schuhgröße 38. Und somit hatte sie ein Alibi und konnte das Ganze meiner Mandantin in die Schuhe schieben, beziehungsweise in den Gummistiefel. Herr Stevens, ich bin nicht blöd. Mir ist klar, dass 37 in 38 reinpasst. Aber mir stinkt es mit Verlaub langsam gewaltig, dass Sie nur mit Motiven argumentieren, anstatt das etwas hier klar belegen zu können. Ja, die Frau Brunner, wie sehr müsste sie denn bitte hier ihre Mandantin gehasst haben, dass sie eine Mutter mit krankem Kind derart vorführt und derart reinreitet? Das erklären Sie mir mal. Ja. Fundament bringen Sie überhaupt nicht. Ja, das Fundament bringe ich Ihnen, denn die Frau Mechthild Brunner als Sprechstundenhilfe hat den Streit zwischen meiner Mandantin und dem Landarzt Dr. Meyers mitbekommen. Haben Sie denn mitbekommen, wie die Frau Brunner auf ihre Kündigung reagiert hat? Ja, Anthony hat mir am Telefon erzählt, dass Mechthild wegen der Kündigung richtig sauer war. Sie hat ihn wohl beschimpft, also so heftig, dass er sich für sie geschämt hat. Fakt ist doch, dass der Dr. Meyers das am Abend bitter bereuen musste, weil seine Sprechstundenhilfe gedemütigt wurde und dann hat sie ihn erschossen, sowas. Meine Karten haben aber gesagt, dass es die Angeklagte war. Ach, Ihre Karten, dann holen Sie sich neue Karten oder holen Sie sich ein neues Hobby. Hier zählen Fakten. Also, und Sie bremsen sich mal ein bisschen ein. Ja? Zu dem Ganzen möchte ich schon auch noch kommen. Aber gibt es denn noch Fragen an die Frau Sperl? Dann Kein, bleiben Sie unweilig. Dank. Danke, nehmen bitte hinten Platz. Ich möchte dann an dieser Stelle die Vernehmung Ihrer Tochter Lilly vorspielen. Ja? Ich habe die Lilly ja schon im Vorfeld im Krankenhaus besucht und dort vernommen. Diese Vernehmung ist auch aufgezeichnet worden. Lilly ist ja gesundheitlich nicht in der Lage, heute in die Verhandlungen kommen. Und deswegen ist ein Abspielen dieser Aufzeichnung möglich, hier zu irgendwelchen Stellungnahmen. Dann nehmen wir auch noch zum Protokoll. Nachdem sie ja ihre Tochter ist, hat das Familiengericht einen Ergänzungspfleger bestellt. Der hat die Genehmigung für die Vernehmung erteilt. Und jetzt ergeht der Beschluss. Die richterliche Vernehmung der Zeugin Lilly Töpfer wird gemäß § 255 klein a Absatz 1 und 251 Absatz 2 Nummer 1 StPO abgespielt. Richterliche Vernehmung von Lilly Töpfer am 1. August 2011, 9.25 Uhr. Lilly, ich habe dir ja schon erklärt, dass wir zwei heute ein ganz wichtiges Gespräch miteinander haben und dass wir das auch aufnehmen werden, ja? Ich weiß. Und der Mann, der das Ganze filmt, das ist der Polizeiobermeister Grün hier. Hallo, Lilly. Hallo. Wie geht's dir denn so? Mir geht's gut, die Ärzte sind nett und die Oma und der Opa Schmidt besuchen mich auch jeden Tag. Weißt du, wie es Mama geht? Ja, ich habe deine Mama selber nicht getroffen, aber ihr Anwalt, der hat mir gesagt, dass sie eigentlich schon ganz gut geht. Hoffentlich darf sie bald wieder zu mir. Ich kann mir vorstellen, dass sie ganz schön vermisst, die Mama. Mhm. Aber genau deswegen, dass du vielleicht deine Mama bald wieder sehen kannst, sind wir ja beide jetzt da und reden miteinander, gell? Du bist jetzt eine Zeugin für mich. Du weißt schon, was eine Zeugin ist. Es ist ganz wichtig, dass du da die Wahrheit sagst, dass du mir alles sagst, was du weißt.
Klar, oder? Ja. Schau mal, ich habe auch eine Akte dabei, da steht einiges drin. Und da steht vor allem drin, dass du Lilly Töpfer heißt. Ja. Das stimmt schon, 10 Jahre alt bist, in Mührendorf wohnst. Natürlich nicht verheiratet, klar, ja. Schülerin. Und es geht ja heute um deine Mama. Und deswegen muss ich dir auch noch was sagen. Wenn du nicht willst, dann musst du gar nicht mit mir reden und dann musst du meine Fragen auch nicht beantworten. Ich will aber. Gut. Ich möchte eigentlich heute mit dir über den Abend von dem 8. Juli reden. Das war der Tag, an dem du mit deiner Mama in der Stadt bei Freunden dein neues Fahrrad abgeholt hast. Ich weiß, das Fahrrad ist echt cool und wenn ich aus dem Krankenhaus draußen bin, fahre ich damit ein paar Runden. Genau, das machst du. Weißt du noch, wann ihr da nach Hause gekommen seid? Oder was ihr gemacht habt, nachdem ihr nach Hause gekommen seid? Da haben wir Abendbrot gegessen und durfte ich noch DVD schauen. 2 Hexenmärchen. Und wann bist du dann ins Bett? Um 8:30. Mhm. Woher weißt du die Zeit so genau, wann du ins Bett bist? Mama hat gesagt, komm, mein Engelchen, es ist schon 8:30, du musst jetzt ins Bett. Und dann habe ich gleich geschlafen. Also deine Mama hat es gesagt, selber auf die Uhr hast nicht geschaut? Nein, aber ich weiß noch, dass als ich meine DVD rausgetan habe, dass da so ein Erwachsenenfilm gelaufen ist. Und die fangen doch immer um 7:45 an, oder? Einige schon, ja. Weißt du noch, was das für ein Film war, dieser Erwachsenenfilm? Nein, habe ich nicht aufgepasst. Mhm. Als du da die DVDs geguckt hast, war da deine Mama die ganze Zeit da? Ja. Und später, als du dann im Bett warst, hast du da irgendwas gehört oder mitbekommen, dass deine Mama vielleicht noch mal weggegangen ist? Nein. Hast du dann die ganze Nacht durchgeschlafen oder warst du nachts aber auch mal wach? Ich bin erst am Morgen um 7 Uhr aufgewacht. Da hat mich Mama sogar noch gelobt, weil manchmal kann ich nicht schlafen, da muss sie mir sogar noch was vorlesen. Mhm. Und am nächsten Morgen, ist dir da irgendwas an deiner Mama aufgefallen? War sie vielleicht nervös oder gereizt oder irgendwas? Nö, die war wie immer. Gut. Du, dann hätte ich noch ein paar Fragen zu dem Dr. Meyers. Der war doof. Der war doof? Wieso denn? Weil als ich einen Termin bei ihm hatte, hat er mich nie richtig angeschaut. Und geredet hat er auch nicht viel. Und wenn er mit mir geredet hat, dann hat er so getan, als wäre ich ein Baby. Und ich bin kein Baby mehr. Nee, du bist ein richtig großes Mädchen, tapferes großes Mädchen. Ich weiß, und man kann normal mit mir reden, so wie du. Eben, eben. Ja, wie hat denn deine Mama den Dr. Meyers gefunden? Die fand ihn genauso blöd wie ich. Hat deine Mama mit dem Dr. Meyers auch mal gestritten? Ich glaube schon, aber so hat sie mir das nicht gesagt. Einmal war sie richtig sauer auf ihn, als er gesagt hat, dass ich nicht auf Kur darf. Da hat sie sogar vor Wut dolle geweint. Hat deine Mama dir auch mal was gesagt, ob sie irgendwas unternehmen möchte, damit sie sich nicht mehr dauernd mit ihm streiten oder über ihn ärgern muss? Nö. Hat sie nicht gesagt. Du, das war's eigentlich schon aus meiner Sicht, außer du willst mir noch irgendwas erzählen? Nee. Also, du hast mir, glaube ich, sehr geholfen. Oder ist dir noch was eingefallen? Kannst du dafür sorgen, dass Mama bald wieder zu mir darf? Ich kann's dir nicht versprechen, wenn ich ehrlich bin. Kannst dich wenigstens gut um sie kümmern? Ich kann dir wenigstens versprechen, dass ich fair zu ihr bin. Das ist, glaube ich, schon etwas. Ja. Und ich kann dir einen schönen Gruß von dir auf jeden Fall ausrichten. Hm? Danke. Ja. Kannst du das Mama geben? Das habe ich extra für sie gemacht. Oh, das ist aber schön. Das gebe ich ihr gern. Da freut sie sich sicher sehr. Und du, verlier nicht den Mut. Hä? Mhm. Ja? Und ich wünsche dir alles Gute und dass dir auch bald besser geht. Hä? Danke. Tschüss. Tschüss. Die Zeuge bleibt unvereidigt. Ja, Herr Vorsitzender, tut mir leid, wenn ich vorhin etwas lauter geworden bin, aber die Vernehmung gibt mir doch recht. Lilly sagt doch eindeutig, dass meine Mandantin ein Alibi hatte. Um 20.30 Uhr hat sie sie ins Bett gebracht. Meine Mandantin kann den Dr. Meyers gar nicht erschossen haben. Wir sind uns einig, dass sie das sagt, aber Lilly hat ja nicht selbst auf die Uhr gesehen. Sie musste sich auf die Aussage, die Angaben der Mutter verlassen. Und wer weiß, ob ihre Mandantin nicht eine falsche Uhrzeit genannt hat. Womit ich das tun soll? Das ist so ein alter Trick von Eltern, wenn die Kinder nicht schlafen wollen, dann sagt man einfach, es wäre schon so und so spät. Die Kinder glauben das, obwohl es in Wahrheit noch nicht so spät ist. Also kommen Sie, brauchen Sie mir nichts zu erklären und gar nicht so zu fragen. Ich habe meine Tochter aber nicht angelogen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Zeugen. Josef Schmid, bitte. Hallo Heike, wie geht's dir? Es geht schon, danke. Ich wollte dir nur sagen, dass die Gertrud jetzt bei der Lilly ist. Du brauchst dir also keine Sorgen mehr machen. Danke, Josef. Ja. Herr Schmid, nehmen Sie doch bitte mal einfach hier Platz. Sie müssen als Zeuge die Wahrheit sagen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Sicher. Ja. Sie heißen Josef Schmid, 53 Jahre alt. Sie wohnen in Mührendorf, verheiratet, der Landwirt, verwandt, verschwägert. Sind Sie nicht mit der Angeklagten? Nein, aber
Heike und Lilly gehören so gut wie zur Familie. Gut, deswegen muss ich Ihnen ja auch nicht sagen, dass ihr eben vorgeworfen wird, am 8. Juli tödliche Schüsse auf Dr. Meyers abgegeben zu haben. Glauben Sie mir, ich kenne Heike, die würde niemals einen Menschen erschießen, ganz egal, was der Typ ihr angetan hat. Reden wir mal lieber über Fakten, empfehle ich. Waren Sie denn am Tag vor der Tat gemeinsam mit der Frau Töpfer in der Praxis von Dr. Meyers? Ja. Wieso? Ich habe Heike zu ihm gefahren, weil sie einen Termin bei ihm hatte. Sie wollte noch mal mit ihm wegen der Kur von Lilly reden. Aber mit dem Mann war ja überhaupt kein Gespräch möglich. Und warum nicht? Weil ich schon nach mehreren Minuten aus dem Zimmer den Streit gehört habe. Und dann ist auch schon gleich die Tür aufgeflogen. Und Dr. Meyers ist mit hochroter Birne herausgestürmt und hat geschrien, Sie und Ihr Kind werden sich einen anderen Arzt suchen, mir gehen Sie jeweils nicht mehr auf die Nerven. Mhm. Und dann hat er noch gemeint, und das mit der Kur, das können Sie vergessen, von mir werden Sie die nicht bekommen, das ist reine Geldverschwendung. Ja, und dann meinte er noch, dass Heike und ich gehen und am besten niemals wiederkommen sollten. Und die Frau Töpfer, wie hat die darauf reagiert? Naja, nun, die war nicht gerade begeistert. Was heißt das, nicht begeistert? Ach, was weiß denn ich? Heike war sauer und hat sich geärgert. Ja, wie denn? Was hat sie gesagt? Naja, das, was man dann halt so sagt. Du wirst deines Lebens nicht mehr froh, das schwöre ich dir, dafür wirst du zahlen. So hat sie ihn angeschrien. Und keine 24 Stunden später wird Dr. Meyers erschossen. Na, da haben Sie Ihre Drohung die Tat umgesetzt, Frau Töpfer. Ich habe da irgendwas in meiner Wut gesagt, aber irgendwas. Ich habe doch nichts gemacht. Eben, Heike ist doch nicht so eine. Haben Sie jemals eine Schusswaffe besessen? Ja, ich habe eine von meinem Großvater. Was für eine? Eine Luger Ari 08. Also eine Pistole. Wissen Sie noch, wo die Waffe jetzt ist? Nein, die fehlt, aber ich weiß nicht, wie lange schon. Könnte es die Waffe hier sein? Ja. Diese Pistole, die ist unweit des Tatorts von der Spurensicherung in einem Weiher sichergestellt worden. Und die Projektile, die Dr. Meyers Oberkörper durchschlagen haben, die konnten durch ein ballistisches Gutachten dieser Waffe zweifelsfrei zugeordnet werden. Allerdings lag diese Waffe zu lang in dem Weiher, als dass man auf ihr irgendwelche verwertbare Spuren noch hätte sichern können. Herr Schmid, ich belehre Sie jetzt wirklich, dass Sie auf Fragen nicht antworten müssen, wenn Sie sich selbst belastet können. Wo haben Sie diese Waffe aufbewahrt? Daheim, oben neben dem Schlafzimmer, da habe ich so einen kleinen Stahlschrank, der ist immer verschlossen und da lag das Ding verschlossen drin. Und wo ist der Schlüssel, wo haben Sie den aufgebaut? Eine Nische über dem Stahlschrank, der ist 2 Meter hoch, damit da auf keinen Fall so ein Kind wie Lilly zum Beispiel dran kann. Gut, kein Kind, aber eine erwachsene Person, die in dem Haushalt letztlich lebt, die konnte immer problemlos an diesen Schlüssel und damit an die Pistole ran. Naja, dazu muss sie erstmal wissen, diese Person, dass da überhaupt ein Schlüssel liegt. Wusste die Angeklagte das? Na, von mir nicht. Ich habe ihr das nicht gezeigt. Ja, vielleicht hat sie dabei beobachtet. Auch eine Möglichkeit. Ach, das glaube ich nicht. Na ja, und wenn schon. Heike hat doch überhaupt keine Ahnung, wie man so eine Pistole lädt. Eben, ich habe sowas noch nie gemacht. War denn die Waffe nicht geladen? Nein, die Munition dafür, die lag immer daneben, direkt in dem Stahlschrank, fest verschlossen. Mhm. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es gar nicht so einfach ist, wenn man so ein Ding noch nie in der Hand gehabt hat. Dann kann man das nicht. Das sehe ich genauso, Herr Schmid. Aber lassen Sie uns vielleicht auf ein anderes Thema kommen. Wie war denn Ihr Verhältnis zu dem verstorbenen Dr. Meyers? Naja, das war mies. Und warum? Nur wegen der Sache mit Lilly, oder? Nein, das war nicht der einzige Grund. Der Typ hat doch meine Frau Gertrud beinahe auf dem Gewissen gehabt. Ah, wieso? Wissen Sie, wir leben seit Generationen in Mührendorf. Und es war immer so üblich, dass der jeweilige Arzt auch Notdienst hatte, den konnte man immer erreichen, wenn irgendwas war, der war immer greifbar. Nur Dr. Meyers, den konnte man nicht erreichen, noch nicht mal im Notfall.